Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute befinde ich mich auf dem Testserver und ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon im Titel gesehen. Helden von Hesperia ist zurück in AFK Arena und zwar habt ihr hier einmal die Möglichkeit, entweder auf Events zu klicken und dann auf Helden von Hesperia oder ihr geht einfach ganz normal auf die Arena der Helden und könnt dann einfach hier ganz normal bei Helden von Hesperia mitnehmen. Wir treten jetzt einfach mal hier bei. Ich werde jetzt hier anhand meiner Kampfwertung, werde ich jetzt hier auf Silber 2 eingerankt und wir haben hier natürlich die ganzen Belohnungen, die wir hier zu Beginn einsammeln können. Ihr könnt dann einfach hier rechts unten einmal auf Belohnungen einsammeln drücken. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Als erstes haben wir hier rechts oben einmal Sternkonvergenz und hier ist es so, dass halt ja für jeden Kriegerhelden, für jeden Tankhelden, für jeden Fernkämpfer, Magier und Unterstützerhelden gibt es hier gewisse Verstärkungen. Zum Beispiel bei einem Kriegerhelden ist es so, dass wenn die Gesundheit das erste Mal unter 50% fällt, dass dann die Angriffswertung um 8% steigt und so weiter. Ihr könnt euch ja das Ganze hier einmal durchlesen. Ich scroll hier einmal ein bisschen runter und dann könnt ihr ja das Video hier einmal pausieren. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel, um das Ganze auf jeden Fall ein bisschen vorzulesen. Ich würde sagen, wir schauen uns hier auf jeden Fall dann nochmal die Saisonbelohnungen an. Hier haben wir auf jeden Fall einmal die Silber 3 Belohnungen. Wir können dann hier hochgehen auf Gold, Gold 3, Gold 2. Dann sind wir hier auch schon bei Diamant und so weiter. Also hier können wir uns auf jeden Fall die ganzen Belohnungen anschauen, die wir bekommen, wenn das Event zu Ende ist und je nachdem, wo wir uns dann einranken. Das heißt, sagen wir mal als Beispiel, wir ranken uns bei Gold 2 ein, dann bekommen wir 7 von diesen Kisten und dann nochmal eine von dieser Kiste hier. Aber sollten wir uns zum Beispiel bei Diamant 3 einranken, zum Beispiel, dann bekommen wir auch schon 10 Sterndeutungskarten und 50 von den Liga-Punkten. Und dann schauen wir uns nochmal die Fortuner-Chest an. Das Ganze kennen wir auch mittlerweile aus den ganzen Events. Sollst du zwischen Platz 1 und 100 sein, dann kriegst du 35.000 Diamanten. Zwischen 101 und 300 kriegst du 21.000 Diamanten und zwischen Platz 301 und 500 kriegst du nochmal 14.000 Diamanten. Und dann klicken wir hier auch nochmal auf Saisonbelohnungen und hier haben wir die Liga-Punkte. Bei mir auf dem Main-Account bin ich jetzt, glaube ich, bei 200, 250 Punkten oder so. Falls ihr es schaffen solltet, an 50 Liga-Punkte ranzubekommen und ihr habt noch keinen Rahmen, dann werdet ihr auf jeden Fall diesen Rahmen bekommen und sagen wir mal, ihr bekommt 200 Liga-Punkte oder ihr habt schon irgendwie 150 und bekommt dann nochmal 50 dazu, dann habt ihr diesen Rahmen, weil das Ganze wird gespeichert von der alten Helden von Hesperia, also so war es früher zumindest. Ich denke mal, dass das jetzt auf jeden Fall auch noch so sein wird. Dann haben wir halt noch die ganz normale Rangliste global und Server. Hier auf dem Server bin ich jetzt gerade Platz 61, habe jetzt zwar noch nicht einen Kampf gemacht und dann haben wir hier auch noch die Formation. Das Ganze wurde jetzt bei mir gerade automatisch, denke ich mal, aufgefüllt. Das wird, denke ich mal, erstmal bei jedem so sein, aber ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, die ganzen Teams hier dann zu ändern. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal einen Kampf. Wir gehen einfach mal hier auf den schlechtesten. Hier bei den Kämpfen müsst ihr jetzt auf jeden Fall erstmal eure ganzen Teams zusammenstellen. Ich würde sagen, ich mache das Ganze jetzt einfach mal. Wir haben auf jeden Fall noch 3 Tagesbelohnungen, die wir dann pro Tag bekommen. Wir können uns ja mal anschauen, was diese Belohnungen sind. Ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns wieder. So, und den ersten Kampf habe ich gewonnen, denn der Gegner hatte im zweiten und dritten Team tatsächlich keine Gegner drin. Deswegen haben wir den ganzen Kampf geschafft. Wir bekommen ja als Belohnung, wenn wir jetzt gewonnen haben, ein bisschen Gold Münzen. Das kann aber natürlich auch, denke ich mal, immer je nachdem variieren. Also kann auch mal sein, dass man vielleicht ein bisschen Staub oder Diamanten oder Helden-XP rausbekommt. Und dann können wir uns ja nochmal hier die Belohnungen anschauen. Hier bekommen wir natürlich auch noch, wenn wir uns ein bisschen weiterkämpfen, in Gold 3 bekommen wir auch nochmal ein bisschen Staub, Gold und so weiter. Und wenn wir hier ganz oben hinkommen, so war das früher zumindest, bekommen wir hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen XP. Und ganz vorne weiß ich auf jeden Fall, hier sind auch nochmal zum Beispiel 15 rote Embleme und hier sind zum Beispiel nochmal 54 Millionen XP. So Leute, und das soll es dann auf jeden Fall gewesen sein von dem Video. Auf jeden Fall, Helden von Hesperia ist zurück in AFK Arena. Ich glaube, auf dem Live-Servern startet das Ganze dann am 30.06. um 2 Uhr nachts. Also wir müssen noch 2 Tage abwarten. Dann startet das Ganze auch endlich auf den Live-Servern. Ich freue mich auf jeden Fall auf Helden von Hesperia. Ist auf jeden Fall immer ein mega, mega geiles Event, wo man auch viele Belohnungen sich abholen kann. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob ihr euch drauf freut. Und das soll es dann auf jeden Fall gewesen sein von dem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.